Radio Österreich International. Radio Austria International. Radio Tris International. Radio Austria International. Mit Martina Petschel im Studio willkommen. Heftige Unwetter sind am Nachmittag in Kärnten und der Steiermark niedergegangen. Bäume stürzten um, im Lavantal sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Zehntausende Haushalte sind derzeit ohne Strom. Und auch in Italien gibt es zwei Todesopfer nach heftigen Unwettern. Die Inflation ist im Juli um 9,3% gestiegen. Preistreiber waren vor allem Treibstoffe, Energie und Nahrungsmittel. Jetzt ist auch klar, wie hoch die Pensionen zumindest gesetzlich steigen. Nämlich um 5,8%. Die Regierungsparteien können sich aber mehr vorstellen. An einem Treffen zwischen der UNO, der Türkei und der Ukraine wurde über das Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. Russland lehnt eine Entmilitarisierung ab. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der BAWAG sind teilweise rechtswidrig. Kunden bekommen deshalb Geld zurück. Gut leben mit Demenz, ist das möglich? Darum geht es heute im Journal Panorama gleich im Anschluss. Erster Programmpunkt, der Blick aufs Wetter mit Rainer Schulteis. Nach wie vor gilt eine Unwetterwarnung für Teile der Osthälfte Österreichs. Eine Gewitterlinie zieht von der Steiermark kommend derzeit vor allem über Niederösterreich. Mit dabei schwere Sturmböen und teils große Regenmengen. Und intensiven Regen gibt es andererseits auch ganz im Westen des Landes, etwa im Bregenzer Wald. Extrem unterschiedlich die Temperaturen. 35 Grad vor kurzem noch im Wiener Becken, unter 20 Grad fast überall in den Alpen. Unwetter